Also ihr seid ja jetzt seit etwas über einer Woche Fraktionsvorsitzende und habt angekündigt, dass ihr die Oppositionsführerschaft übernehmen wollt. Wie bewertet ihr denn jetzt die ersten Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen von Schwarz-Gelb? Naja, das Erste, was durchdringt im Bereich Verkehr, war nicht viel Neues. Beim Thema Digitalisierung übernehmen Sie ja die Strategie von Rot-Grün. Kriminalität haben wir auch nicht viel Neues gehört. Genau, die Programme werden weitergeführt beim Bereich Digitalisierung. Radschnellwege sollen gebaut werden, aber es ist wenig konkret. Die Staus sollen über Baustellenmanagement bekämpft werden. Da haben wir auch viele schon auf den Weg gebracht. Die Finanzierung ist deutlich ausgebaut worden. Und ich bin mal gespannt, ob sich die Lage ändert. Weil ich würde sagen, nach 2,5 Jahren ist aber jeder Stau in Nordrhein-Westfalen nach den großen Versprechungen, ist dann auch ein Laschet-Stau. Wie positioniert ihr euch denn jetzt als Opposition? Angriffslustig und konstruktiv. Beispielsweise G8, G9-Debatte. Das hört sich ja erstmal so an, als ob man mit dieser Entscheidung zurück zum G9 die Landschaft befriedet hätte. Guckt man da genauer hin, ist das natürlich vor Ort unter Umständen ein Riesenproblem, wenn die Schulen, wenn die Kommunen das entscheiden sollen. Oder aber auch die Folgekosten. Es wird ein höherer Raumbedarf da sein, das zahlen ja die Kommunen. Wir brauchen mehr Lehrerinnen und Lehrer. Also da wollen wir natürlich genau wissen, was kostet das. Da werden wir genau hingucken müssen und das ist Job der Opposition. Ja, auf der einen Seite klare Kante und auf der anderen Seite würden wir auch vernünftige Vorschläge der Regierung unterstützen. Es gab jetzt ein Beispiel in den Koalitionsverhandlungen mit dem NRW-Ticket. Das haben wir ja im Wahlkampf massiv nach vorne gestellt, unser 2-Euro-Ticket für NRW. Mhm. CDU und FDP hatten es nicht im Wahlprogramm und kommen jetzt auf einmal aus den Koalitionsgesprächen mit so einer Idee raus. Mhm. Wenn das vernünftig vorgelegt wird und wenn wir das auch mittragen können, dann würden wir das auch machen, weil es ja darum geht, in NRW Dinge zum Besseren zu verändern. Und das kann man auch aus der Opposition. Und wie geht es jetzt weiter in der Grünen Fraktion? Welche Themenschwerpunkte wollt ihr setzen? Natürlich werden wir sehr deutlich machen, dass wir die politische Kraft in Sachen Energiewende und Klimaschutz sind und Umweltpolitik. Und da ist allerdings wirklich, was da von Schwarz-Gelb kommt, von Nachhaltigkeit nicht viel die Rede. Nee. Also wenn man sich den Bereich Elektromobilität zum Beispiel anguckt, der soll ausgebaut werden, das finden wir Grünen gut. Aber Elektromobilität aus Braunkohlestrom ist natürlich im Bereich Klimaschutz überhaupt keine Verbesserung. Oder das Zitat von Armin Laschet, wir kriegen den Klimaschutz auch hin, ohne das Sauerland mit Windrädern vollzustellen. Da steht, glaube ich, bislang kein einziges steht. Ja. Also wenn hier die Windkraft gedrosselt werden soll, gleichzeitig die Braunkohle geschützt werden soll, weiß ich nicht, wie das mit der Energiewende gehen soll. Wird, glaube ich, ein Hauptthema für uns. Ja, definitiv. Und wie seht ihr das, die Gründe fürs Abschneiden der Grünen bei der Wahl? Ja, also aus allen Rückmeldungen, die uns ja auch immer noch erreichen, ist in der Tat das, dass viele Wählerinnen und Wähler nicht mehr wussten, wofür wir stehen. Und wir hatten zum Zweiten mit unserer Politik, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle eine echte Überforderung auch der Menschen. Ja, es gab viel Kritik an der Schulpolitik. Das war ja an Infoständen, wenn uns Wählerinnen und Wähler angesprochen haben, dann waren das viele schulpolitische Themen, wo es auch eine gefühlte Überforderung gab, dass die Leute gesagt haben, das, was da an Neuerungen ist, das kann ich in meinem Unterricht einfach so nicht mehr umsetzen. Es war eine Denkzettelwahl und ich glaube, wir tun gut daran zu sagen, wir haben verstanden und werden da aus den Fehlern auch lernen. Ja. An dich die Frage, was macht Monika zu einer geeigneten Vorsitzenden und andersrum auch die Frage, was findest du zeichnet Arndt aus? Bei Monika ist es so, dass sie was sehr, sie ist sehr, sehr fleißig. Und sehr genau. Und das freut mich natürlich für die Zusammenarbeit, weil man natürlich unglaublich viel vorbereiten muss und lesen muss. Und da weiß ich vieles bei Monika auch in sicheren Händen. Wenn ich eventuell irgendwas vergessen habe, dann hat Monika es bestimmt gelesen. Also Arndt ist eher die Rampensau. Du kannst schon mal mehr so richtig einen raushauen. Doch, doch. Ich bin das ja auch mehr im Karneval unterwegs. Genau, als du. Also er ist eigentlich ein Stück mehr im Rheinland angekommen als ich aus Ostwestfalen. Und dafür schätze ich sehr, weil ich bin es einfach nicht und deswegen ist das eine gute Ergänzung. Und ich schätze natürlich an ihm sehr eine hohe Loyalität. Also wenn man Zusagen hat von dir, dann gelten die auch. Und das ist das gute ostwestfälische Bodenständige, das würde ich auch sagen, was auch in dir immer noch ist. Und deswegen passt das ganz gut. Ja.